Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Watch Dogs Multiplayer Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut wieder Games for You. Ich gucke mal, ob es jetzt um die Zeit, am Wochentag irgendwie ein bisschen besser ist. Was können wir denn machen? Mobile Herausforderung. Online-Rennen. Wir probieren mal ein Online-Rennen aus. Gucken, wie lange das dauert. Ja, das ist doch mal eine super Reaktion, ne? Gute Shitfuck. Ja. Oh nein, das ist deine Fußgängerzone. Was machst du da? Du darfst hier nicht entlang fahren. Ich hoffe so, dass die neue Spielmodi nachliefern. Nee, fahre ich wahrscheinlich nur dagegen, das bringt mir nichts. 4 Minuten dauert es ungefähr, bis man jemanden gefunden hat. Das ist ja lächerlich. Ja, dann müssen wir jetzt durch, ne? Oh. Hallo, liebe Feuerwehr, Sie gehören mir. Aus hier. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Oh nein! Besser schnell eine Streife schicken. Der blöde Feuerwehrmann ruft die Polizei. Alter, der macht aber auch alles platt. Bisschen so die Fahrzeugphysik ist ein bisschen lächerlich, wenn er so über alles drüber fährt und die einfach so platzen. Oh, wir haben was gefunden, okay. So, weiter geht's. Verfolge fixer Aktivität. Finden wir was? Ist ganz schön unheimlich. Bin ja nicht so gut hier im Fahren, oder noch nicht, glaube ich zumindest. So, Online-Rennen. Ja, ich will los, ne? 6 Sekunden, 5 Sekunden nur. Okay, Teleport, oder was? The Shitfuck. Hat, glaube ich, jemand hier Voice-Chat an? Mikrofon dran, oder was auch immer. Schick. Das ist ein Checkpoint-Rennen. Von A nach B. Verstanden? Gut. Abkürzungen und schmutzige Tricks sind keine Pflicht, aber erlaubt. Ja. Ich würde gern von vorne, von hinten. Genau. Hallo? Geht's auch los? Download der Rennstrecke. Shitfuck. Also, wir müssen die Checkpoints bekommen. Das ist soweit so bekannt. War ja in GTA nicht anders. Das sieht ja blöd aus, ey, mit diesen Streifen, die man da noch hat. Die weißen Umrandungen bei den Gegenspielern. Finde ich nicht so geil. Du Sack, ey. Leck mich doch. Das hat der uns hier jede Menge Zeit gekostet. Oh shit. Position 5, da vorne brennt's. Gut, danke, dass er uns nochmal reingefahren ist. Hier, Kraft. Klingt blöd, aber das Autorennen ist bisher der beste Modi, den wir gemacht haben. Wieder die Autos auseinanderfallen, ist ja lächerlich. Okay. Blödes anderes Auto, ey. 5. Platz. Wieder ein bisschen Rumgelecke da gewesen eben gerade. Ich glaube, wir sind hier gerade auf einer Abkürzung oder sowas. Aber sicher bin ich mir nicht. Okay. Ist hier wieder eine Kurve. Das war eine ganz gute Abkürzung, würde ich meinen.
Schade, dass man die Brücke nicht hochmachen konnte. Das ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Nitro. Noch 3 Stück, die uns fehlen. Sind auf Platz 2. Und der eine ist ja mal ganz weit vorne. Der wird wahrscheinlich schon fahren oder so geskillt haben. Okay. Wie war das hier mal? Wenn es hier auch lang geht. Die Zeit läuft ab. Ach du Schande. Komm, komm, komm. Gib Stoff, mein Junge. Vielleicht schaffen wir es auf Platz 2. Und Ziel. Super. Na, ging ja eigentlich für unser erstes Rennen. Nicht ganz so schlimm wie die Team Deathmatch Modi. Aber wir hätten auch Nitro benutzen können, oder was? Ja, man, hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht Nitro benutzt. Aber diesmal nicht der allerbeste. Naja, aber ist ja in Ordnung, würde ich sagen. Online-Aufträge gucken wir, dass wir wechseln, falls es möglich ist mitten in der Lobby. Machen wir mal so ein Hacking und probieren das mal aus. Ziel zum Hacken anfordern. Nee, Mann, ich will... Ach, Mann, ich will Online-Hacking machen. Nochmal. Online-Hacking. Aber während Online-Sessions nicht verfügbar. Also müssen wir hier erst raus. Okay. Und jetzt sind wir aber schon draußen. Das ist das einzig richtig Geile. Dass du quasi direkt dort, wo du aufgehört hast, wieder ins Spiel reinstartest. So, dann gucken wir mal. Mal so ein Hacking ausprobieren einfach. Okay, fordern wir an. Wie lange dauert es? Was sagt das System? 2 Minuten ungefähr. Fertigkeitenbaum. Haben wir da was? 2 Skillpunkte. Können wir eigentlich mal bei Fahren reinpacken. Defensive Fahrer. Reduzierte Schaden. Das machen wir mal. Jetzt haben wir auch keine Skillpunkte mehr. Lö. Fahren wir mal ein bisschen rum, so lange bis wir ein Ziel gefunden haben. Oder das Auto schrottet, je nachdem was früher kommt. Hört schon auch schon mal gut an, ne? Also Kupplung und Gangschaltung und so kannst du schon mal vergessen. Oh. Früher haben wir auch keine mehr. Aber wer braucht die schon? Will ja eh nicht einen aussteigen. Akzeptieren, machen wir. Jetzt wird's interessant, jetzt wird's spannend. Hoffe ich zumindest. Keine Ahnung. Auf den Straßen von Chicago hat sich ein rivalisierender Fixer Informationen beschafft, die sie brauchen. Ziel, das Handy des Fixers hacken, eine Backdoor installieren, die Daten stehlen und dann fliehen, bevor sie entdeckt werden. Tun sie dem Fixer nichts. Die Daten sind wertlos, wenn ihm etwas zustimmt. Eines unserer wichtigsten Ziele ist in der Stadt. Ruckel die Katze. Du musst ihn finden, hacken und eine Backdoor installieren. In 5 Minuten Zeit? Das ist ja geil, ey. Ich mag's geruckelt. Alter, das ist doch frech, oder? Raus! Das ist 1:1 Slow-Mo-Scheiß, den ich hier habe. Nein, das ist mein Hurensohn. Profiling mal anmachen. Entweder ist dem sein Internet sehr gut, oder ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Alter, das ist ja schrecklich. Wir müssen hier spielen. Das ist aber nicht plattformübergreifend, der Multiplayer hier, so dass ich jetzt gegen PS3 oder so spiele. Oh, hier ist besser. Die Polizei ist hinter ihm her, du Wichserarsch, du Polizistenkack. Besten wäre es ja eigentlich, wenn wir einen Polizisten hier dran hätten. Scheiße, schick mehr Leute! Ruckelt schon wieder wie Sau. Ja, lecker. Machen wir mal. Backdoor und so. Ist zwar ein bisschen gemein, denke ich. Ich rufe Verstärkung!
Bleiben Sie im Heckbereich. Ich bin noch im Heckbereich, oder etwa nicht? Der ist weggefahren. Was? Nein. Will der mich verarschen? Der ist doch weggefahren. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wie soll ich denn jemand, der fährt mit dem... Der ist doch gar nicht mehr da. Was ist denn das für ein lächerlicher Quatsch? Oh Gott, ey. Also Multiplayer ist so scheiße. Das glaubt einem keiner hier. Ja, danke. Die blöde Polizei hat mich totgeschossen. Das war lächerlich. Wer hat denn da an so eine Situation nicht gedacht, bitte, dass jemand mit dem Auto unterwegs sein könnte? Soll ich dann da stehen bleiben, obwohl der andere weg ist? Das ist doch total unlogisch. Oh Mann, Mann, Mann. Wir versuchen jetzt nochmal was. Scheißen drauf. Wir probieren es einfach. Online-Beschattung machen wir mal. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. Aber es war ja auch sowieso scheiße mit dem Rumgeruckel und Co. Ist doch lächerlich. Und dabei haben sie doch schon Erfahrung, was Online-Modis angeht. Mit Far Cry. Geht doch auch online, soweit ich weiß. Und ja, Assassin's Creed geht online auf jeden Fall. Keine Ahnung. So was kann jetzt sein. Ich will nicht wissen, wie das Spiel abgegangen wäre, wenn das im November wie ursprünglich geplant rausgekommen wäre. Lächerlich ist das. Lächerlich. Aber zum Glück, die PC-Version scheint ja noch mehr Probleme zu haben. Das ist ja die PS4-Version. Also damit haben sie sich jetzt eigene Fleisch geschnitten, ein bisschen für mich persönlich. Oh yeah. Bewachte Straßen. Das Einzige, was gut ist, ist die Grafik, ey. Mit den Gewittern und dem Regen hier und den ganzen Bäumen und den verschiedenen Farben und den Details überall. Das ist schon geil. Okay, mein Junge. Testen Sie Ihr Geschick, indem Sie einen rivalisierenden Fixer ausspionieren. Halten Sie Abstand, wenn er ein Profil von Ihnen anlegt, kann er sich rächen. Profil des Fixers anlegen, seine Bewegungen und Aktionen observieren. Finden und verifizieren Sie Ihre Zielperson. Folgen Sie ihr unauffällig, bis sich unser Verdacht bestätigt hat. Ihr Ziel und die Polizei dürfen Sie nicht entdecken. Mehr müssen Sie nicht wissen. Frage ist, tut er mir hier jetzt ein neues Profil von mir machen oder ist er zu blöd dafür? Ich glaube, der hat nicht damit gerechnet. Findest du? Vielleicht hält er mich für blöde KI. Er kommt mir nach. Ich bin mal bewusst in die andere Richtung abgebogen, damit er denkt, dass ich nicht eher irgendein Spieler bin. Verarschen? Wir warten jetzt hier einfach wie ein dummer NPC. Oder er ballert uns einfach ab, bevor es soweit ist. Das war mal einfach. Hä? Was war denn das? Das war doch lächerlich. Das... Keine Ahnung, ey. Das war so blöd. Oh, herrlich, ey. Nicht im Ernst, oder? Fortschrittsbelohnung. Was haben wir hier? Eine Schrotflinte oder was? Okay.
Machen wir noch was? Ja, machen wir noch was. Wir probieren irgendwie was. Das war ja ohne Worte, ey. Online-Beschattung haben wir gemacht. CTOS-Mobile-Herausforderung. Wir probieren es einfach mal. Keine Ahnung, eine Minute. Der muss es doch gemerkt haben. Der muss doch einen Alarm bekommen haben oder sowas. Okay, so, erreichen Sie alle Checkpoints, bevor die Zeit abläuft. Sammeln Sie Geldboni, um zusätzliches Geld zu verdienen. Ihr GPS ist eingeschaltet, der mobile Spieler kann die Polizei, was auch immer. Fangen wir an. Ach nee, ich spiele jetzt gegen einen mit App, oder was? Das muss man extra auswählen. Ich habe gedacht, die können immer den Kram machen, das ist doch lächerlich. Oh, fuck, 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 fuck. Gerade so erreicht. Das ist ja schrecklich hier, ey. Wir setzen unsere Waffen ein. Aber cool, dass das auch Leute wirklich spielen dann anscheinend. Komm hier, Gas, mein Junge. Ein Streifenvan wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Was für ein Ding? Streifenvan? Okay. Wieso auch nicht? Öffnen das Feuer. Okay, das läuft ja eigentlich ganz gut. Wir bekommen sogar ein bisschen Zeit raus. Wechseln. Die heiße Phase, okay. Ist da tatsächlich jemand hinter uns her? Vier von zwölf. Wir müssen aufpassen, er versucht die ganze Zeit hier irgendwelche Rohre zu sprengen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Klappe jetzt, du Polizeischeiß! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht viel bringt, was ich hier mache. Also, dass ich hier nicht viel hacken kann in der Zeit, wo der andere hackt. Dass quasi die Sachen, die ich hacken könnte, jetzt von dem Tablet-Spieler bedient werden oder von dem Handyspieler. Wenn ich das richtig deute. Noch ein SWAT-SUV. Oh, fuck you, du Arschloch. Ja, du kannst kein Auto fahren. Das ist dein Problem, Junge. Oh, ihr Sacke, ey! Du! Boah, Schlippe auf, du Scheiß! Du Bullenschwein! Komm, gib Gas, Junge, gib Gas! Oh nein, ein Reifen ist kaputt! An alle, ein SUV wurde zum Standort des Verdächtigen. Gerade noch so geschafft. Das Supergeile ist, du kannst ja nicht schießen, während du fährst. Wäre viel einfacher, wenn du ballern könntest. Der Cristiano Bieber, gegen den wir hier antreten, das schaffen wir nicht. 10 Sekunden, das ist zu weit weg. Dann gewinnt er halt. Das ist ein bisschen unfair. Du kannst dich schießen, der Gegner kann die ganze Zeit hier hacken und hast den nicht gesehen. Du kannst überhaupt nichts hacken und gleichzeitig schickt er die Autos hinterher. Das ist doch ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Oh. Naja, was soll ich sagen? Machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich für das Zusehen und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.